Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Gothic 2, die Nacht des Raben. Ich habe hier das Ganze mal nachgestellt, so wie versprochen. Und ich habe gerade gesehen, da drüben treiben sich ein paar Snapper rum. Die da, meine ich. Und die nehme ich mal eben außer Gefecht, bevor die hier noch irgendwas Blödes anstellen. Da ist nichts zu. Ich habe mich ein bisschen schlau gemacht und tatsächlich gehe ich hier in die richtige Richtung. Da drüben ist Quahodrons Grab. So viel habe ich rausgefunden. Ich habe dann aber auch nicht weitergelesen. Ich will mich ja nicht spoilern. Trollfell. Mhm. Spruchrolle. Okay. Moment. Das nehme ich mal eben alles mit. Fälle eines Schattenläufers. Okay. Also irgendwer hat hier gejagt. Da unten ist noch ein Snapper. Der tut mir nicht weh. Was war das denn gerade für eine Spruchrolle? Ja, ich weiß auch nicht. Keine Ahnung. Irgendeine, die ich schon hatte. Halb so wichtig. Wie denn auch sei. Ich muss da irgendwo rüber. Ich weiß selber nicht exakt genau wohin, aber hier bin ich in der richtigen Ecke. Und ehrlich gesagt, da ist nichts. Reicht mir das auch schon? Ich schätze mal, hier ist dieser tiefe Abgrund, ne? Das sieht ziemlich tief aus. Da drüben, ne? Das war der Anfang mit den Orks und so. Ach ja, das waren noch Zeiten. So, hier hinten gibt's aber nichts mehr. Was? Moment, also das sehe ich jetzt ja gar nicht ein, dass ich hier durch einen dämlichen Glitch runterfalle. Ne, vergiss es. Das mache ich nicht mit. Das ist mir zu blöd. Nein, das ist mir zu blöd. Ich war ja noch nicht mal aus Versehen. Weißt du, ich gehe hier extra langsam und habe mich nur auf der Stelle gedreht und bin plötzlich abgerutscht. Vergiss es. Das sehe ich nicht ein. Da mache ich nicht mit. Nun denn. Ist das ein Kreuz oder Blut von der Blutfliege? Das ist Blut von der Blutfliege. So, da oben war ich. Genau, da war das Feuer. Dann war da hinten noch ein Weg. Ich schätze mal, dass das genau dieser Weg ist. Ja, das ist genau dieser Weg. Gut. Dann ist eigentlich nur noch die Frage, was ist hier unten? Und die Antwort darauf scheint zu sein, nichts. Gut, hier war gerade die Fangheuschrecke. Die ist jetzt weg, die ist despawned. Ist mir egal. Ich brauche sie ja nicht mehr. Und letzten Endes habe ich jetzt nur noch genau einen Weg übrig, nämlich den hier. Dann gehe ich da doch mal hin. So, hier war irgendwo ein Snapper, genau, da oben. Ich sehe dich doch. Komm her. Komm her. Wie viel Erfahrung brauche ich denn noch? Uje, 3.500, ziemlich genau. 3.505, schätze ich mal. Na, komm schon. Wir gehen in den Nahkampf. Zumindest eine. Ich höre etwas Lautes, Großes. Ist hier ein Troll? Ja, hier ist ein Troll. Verdammt. Hätte auch ein Golem sein können. Kommt mal her. Machen wir das doch einfach mal so. Nichts zu plündern. Da ist nichts zu holen. Und dann muss ich auf jeden Fall erstmal meinen Mana auffüllen. Und dann brauche ich 280 Lebenspunkte. Oh mein Gott. Wie kriege ich die zusammen? 280. Das ist eigentlich ganz einfach. Das ist 4×70. Mal so unter uns gesprochen. Sogar ziemlich einfach. So. Wenn da hinten sich ein Troll rumtreibt, dann speichere ich hier mal sicherheitshalber. Denn ich bin mir nicht sicher, ob ich an dem einfach so vorbeikomme. Da hinten sind Goblins. Ich hätte jetzt halt gerne so eine Schrumpfenspruchrolle. Dann könnte ich dem relativ einfach aus dem Weg gehen. Oder sogar einfach umlegen. Ich versuche mal hier oben rumzugehen. Vielleicht klappt das ja. Ja, das funktioniert super. Da ist nichts zu holen. Also, ich bin ja so ein bisschen begeistert. Von der Tatsache, dass ich hier ein Magier bin. Funktioniert erstaunlich gut. Ich habe Gothic bisher noch, oder Gothic 2 auch, bisher noch nie als Magier gespielt. Und
und muss sagen, es ist am Anfang ein bisschen schwierig. Aber wenn man dann mal sich ein paar Zauber holt und ein bisschen Mana steigert, dann ist das echt okay. Das einzige Nervige ist halt echt, dass man ständig Tränke trinken muss. Aber hey, was soll's? Ich meine, kann man doch kaufen. Das war ein dummer Fehler von mir, die ganze Alchemie zu lernen. Ich könnte noch besser sein sogar. So, ist hier noch irgendwo ein Goblin? Nein. Gut. Dann will ich mal den Troll hier weglocken. Nein, du sollst hier hoch. Ich will da unten rein. Depp. Du sollst hier hochkommen. Naja, was soll's. Ich geh jetzt einfach mal rein, oder? Oder lock ich ihn weg? Komm, ich lock ihn weg. Ich lock ihn weg. Ich hab das jetzt vorgenommen und ich mach das jetzt. Ist mir egal. So, komm her. Komm her. Gucci, Gucci. Komm her. Feines Nom-Nom. Na, komm her. Hey! Ich sagte, komm her. Ja. Kommst du her? Kann ich ihn einfrieren? Das hat nicht funktioniert. Warum kommt der nicht her? Ich geh jetzt gleich mal hier hoch. Komm her. Hä? Was ist denn hier los? Ist er festgeglitscht oder was? Ach, keine Ahnung. Noch 15 Mana bitte. Einmal. Hier. Und wenn er sich da festglitscht, soll mir das recht sein. Hauptsache er... Natürlich. Jetzt bewegt er sich wieder. Wohin eigentlich? Weg von mir. Na, soll mir recht sein. Gut. So oder so, ich kann hier rein. Und eine Truhe öffnen. Rechts, zweimal rechts, nein, zweimal rechts, zweimal links, das war ja einfach. Ah, sehr gut. Steintafel der Stärke. Die lese ich gleich, sobald ich in Sicherheit bin. Jetzt will ich aber erstmal noch diese Goblins hier ausnehmen. Naja, immerhin ein paar Äste. Und dann ist hier noch eine Truhe. Links, links, zweimal rechts, links, rechts. Okay. Naja, das hat sich nicht wirklich gelohnt. Das hat sich mal sowas von überhaupt nicht gelohnt. Was haben wir hier? Ein Zombie. Wow, ein Zombie mit Rüstung. Wir gehen mal hier eben dem Troll aus dem Weg. Ja, Zombie, ist das okay für dich? Ich hoffe doch. Ach, wisst ihr was? Der Zombie hält mir zu viel aus. So viel Mana will ich nicht verschwenden. Na? Ach, nein, Zombie. Ja, Troll, komm her. Oder greift der Troll jetzt den Zombie an? Nee, ne? Ach, was soll's, da kann der Troll nicht rein, ist mir egal. Ich bin hier in Sicherheit. Der Zombie kommt vielleicht irgendwann wieder zurück. Wichtiger ist aber erstmal die Frage, ist hier denn noch ein Gegner irgendwo? Und das sieht mir nicht danach aus. Das heißt, ich kann jetzt mein Mana wieder auffüllen. Ganz gemütlich. Und mich vielleicht nochmal nach dem Zombie umschauen. Und da ist er ja auch schon. So, mein Plan wäre nämlich der hier. Zombie on the rocks. Da kann er sich nämlich nicht wehren. Nicht zu. So, geht doch. Und das sieht mir tatsächlich nach einem Grab aus, in dem noch was zu holen sein könnte. Auf jeden Fall gibt es hier Dunkelpilze. Und ihr wisst ja, Mana und so. Ein Ring. Aha. Magische Bolzen. Oh, eine magische Armbrust, hä?
die Ergänzung zum magischen Bogen, den ich schon mal gefunden habe. Okay. Ich schaue mir die mal eben genau an. Das interessiert mich jetzt dann doch. Moment. Erstmal Mana. 40 Stück. 40 Stück. 40 Mana brauche ich. Die großen will ich nicht nehmen. Dann nehme ich zwei mittlere und einen kleinen. So, was habe ich gefunden? Ich habe gefunden einen Ring. Ring der Krieger. Ja, das könnte sein. Ich glaube, Quahoten war der Kriegerobermeister. Von daher kann das gut sein. Ich habe hier das Priester-Set an. Dass der das Set der Krieger hat. Und dann habe ich gefunden, genau, die magische Armbrust. Die wollte ich mir auch mal anschauen. Ich habe ja hier den magischen Bogen. Der macht 100 Schaden. Und die magische Armbrust macht, 200 Schaden. Braucht aber halt 75 Stärke. Davon habe ich 49. Apropos Stärke. Wenn ich hier drin schon mal in Sicherheit bin vor dem Troll, kann ich ja auch gleich... Na, wo ist er denn? War das hier? Stärke plus 1. Ne, plus 2 sogar. Hui. Das war gut. Jetzt habe ich 51 Stärke. Und ihr wisst ja, das macht dann ein bisschen mehr Schaden. Also im Falle eines kritischen Treffers mache ich jetzt 2 Punkte mehr Schaden. Und jetzt sollte ich dann wohl... Die Frage ist immer nur, welcher von den genau gleich aussehenden Zetteln ist das? Der hier. Gloria Cook, erscheine mir, Quaro, alter Führer der kriegerischen Kaste. Okay. Und jetzt? Warum störst du meine Ruhe, Wächter? Sag mir, was ist dein Begehren? Das da. Jemand ist in den Tempel Adanos eingedrungen. Unsinn! Ich selbst habe das Tor verriegelt. Es ist unmöglich zu passieren. Ja, das denkst du. Tatsächlich? Erdbeben, ja, das ist auch wahr. Das Land wird von Erdbeben heimgesucht. Wir müssen etwas unternehmen, sonst wird die ganze Insel im Meer versinken. Es gibt nichts, was wir noch tun könnten. Adanos Zorn ist über Jakendar gekommen, um die Ungläubigen zu vernichten. Gewähre mir Zugang zum Tempel Adanos. Der Tempel bleibt verschlossen bis in alle Ewigkeit. So wie es der Rat entschieden hat. Das sieht Raven halt leider ein bisschen anders. Was befindet sich im Tempel Adanos? Mein größtes Leid. Meine größte Enttäuschung. Was? Die gepriesene Weisheit der Ahnen ist geradezu überwältigend. Ein Mann deines Standes spricht nicht so mit mir. Ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, dass du nicht der bist, der du vorgibst zu sein. Wenn du meiner Hilfe bedarfst, hast du mir erst Zeugnis über dich selbst abzulegen. Beantworte meine Fragen, damit ich Gewissheit habe, mich keinem Fremden zu offenbaren. Stell deine Fragen. Ich bin Quahodron, der alte Kriegsherr von Jakendar. Du hast mich erweckt. Richtig. Welche Kaste von Jakendar ist es, der du angehörst? Ich gehöre doch keiner Kaste. Naja, also ich habe ein Priesterset an, also eigentlich Priester, ne? Die Priester. Das glaube ich dir nicht. Ich denke, du kommst erst wieder, wenn du dich dazu entschließt, mir die Wahrheit zu sagen. Was? Moment. Ich bin doch keiner... Ich gehöre doch keiner Kaste von Jakendar an. Tour. Ja, also ich bin Magier, ne? Dann das hier. Die Gelehrten. Das glaube ich. Ja, okay, das glaubt er mir auch nicht. Was? Wem gehöre ich denn dann an? Ich bin doch kein Krieger. Nicht Totenwächter? Die Totenwächter. Die Fähigkeiten eines Totenwächters hätten es dir ermöglicht, mich zu erwecken. Das ist wahr. Ach so. Wenn du wirklich der bist, der du vorgibst zu sein, wirst du alle meine Fragen beantworten können. Bis auf eine. Wer schützte einst das Volk von Jakendar vor feindlichen Angriffen? Die Kriegerkaste? Die Kriegerkaste.
Wer kann mir einen direkten Befehl erteilen? Adanos? Moment, er ist Krieger. Wer ist denn höher als die Krieger? Die Priester sind höher als die... Oder sind es die Gelehrten? Oh mein Gott. Tja, also ich schreibe mir das mal eben auf. Das zweite waren die Krieger. Zweite Antwort. Wer kann dem obersten Krieger einen Befehl erteilen? Die Priester? Die Heiler? Die Totenwächter? Totenwächter, oder die Gelehrten? Können die Gelehrten... Also in Korin ist es ja so, dass die Magier den Paladin... Ne? Ja, ich sag mal die Gelehrten. Die Gelehrten. Wer ist schuld an dem Übel, das über uns gekommen ist? Raven, natürlich. Wer war das denn? Waren das die Priester? Ich glaube, es waren die Priester, oder? Die Priester. Wer hat das letzte Wort im Rat der Fünf? Holy moly, bin ich gut. Na, das letzte Wort. Da bleiben ja eigentlich nur die Heiler übrig. Die Heiler. Wer lindert das Leid und versorgt die Kranken? Verdammt. Das ist die sechste Frage mit den Heilern. Das sind definitiv die Heiler. Die Heiler. Wer hat das Portal verschlossen, um die Welt vor den Bösen zu schützen? Oh mein Gott. Ich weiß es nicht. Deine Antworten sind so falsch wie deine Absichten. Mist. Ich werde dir nicht helfen. Ich dachte, ich hätte die richtigen Antworten gefunden. Verdammt. Stell deine... Okay. Also, ich bin Totenwächter. Die Toten. Das ist richtig. Und schützen tun die Krieger. Das ist wohl auch die klar. Die Krieger kann... Wer kann einen direkten Befehl erteilen? Tja, ich schreibe mir mal eben die Frage auf. Erstens ist es, zweitens ist klar. Drittens, direkter Befehl. So, wer kann ihm einen direkten Befehl erteilen? Naja, die Heiler kommen später noch. Die Totenwächter und die Krieger hatten wir schon. Vorhin habe ich die Gelehrten versucht, dann nehme ich diesmal die Priester. Die Priester. Wer ist schuld an dem Übel, das über uns gekommen ist? Auch diese Frage schreibe ich mir auf. Bisher hatten wir Totenwächter, Krieger, Heiler kommen noch. Und die Priester habe ich gewählt. Aber waren es nicht die Totenwächter, die irgendwas beschwören wollten? Vielleicht waren es die. Die Totenwächter. Wer hat das letzte Wort im Rat der Fünf? Ja, Totenwächter, Priester. Die Gelehrten nehme ich an, ne? Die Gelehrten. Wer lindert das Leid und versorgt die Kranken? So, ich muss gerade die letzte Frage aufschreiben. Letztes Wort im Rat. Naja, das sind die Heiler, das ist eindeutig. Die Heiler. Wer hat das Portal verschlossen, um die Welt vor den Bösen zu schützen? So, das habe ich auch geschrieben. Wer hat das Portal verschlossen? Das weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Deine Antworten sind so falsch wie deine Absichten. Verdammt. Ich werde... Ja, ist okay. Du willst mir nicht helfen. Habe ich schon kapiert. Ach, herrje. Ich werf mal einen Blick. Wo sind denn meine runden Steintafeln mit den Geschichten? Da. Wir, die letzten drei Anführer des Rates der Fünf, haben die Kammer des Tempels mit Fallen versehen und den Eingang versteckt, auf dass das Schwert nie wieder das Tageslicht erblicke. Da ist also ein Schwert drin. Die dritte Falle wurde von Quahodron erbaut. Und nur er weiß, wie man die Pforte öffnet. Tja. Oh, Dunkelpilze. Auch da ist noch eine Truhe. Guck mal eine an. Die habe ich gar nicht gesehen. Die ist sogar offen. Standhaftes Geschick, bisschen Geld. Das Geschick nehme ich mir doch gleich. Da sage ich nicht nein. Wo war sie denn? Geschick ist irgendwo... Hier. Damit habe ich jetzt 25. So. Dann
Bleibt mir jetzt hier aber nichts anderes übrig, als dem Troll zuzuschauen, wie er sich seinen Hintern kratzt. Nee, Blödsinn. Ich würde jetzt mal sagen, ich werde hier einen Folgenschnitt machen. Und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal bei den Magiern, die ich zu diesen Fragen befragen werde. Vielleicht kann mir ja Saturas oder so helfen. Schauen wir mal, ne? Jedenfalls, vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis dahin, ne? Auf Wiedersehen.